Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Klassiker und Raritäten. Wir werden uns gleich aussuchen dürfen, ob das jetzt eher Klassiker oder Raritäten sind, vielleicht beides, was wir Ihnen hier in diesem Monat präsentieren. Freuen uns jedenfalls sehr, denn der Anlass ist der 70. Geburtstag von Lutz Dambeck, mit dem wir schon länger natürlich treu verbunden sind und freuen uns natürlich, dass er jetzt auch sein neuestes Werk eben heute Abend hier bei uns in Frankfurt präsentieren wird. Ja, und bevor ich jetzt einfach lange weiterrede, komm doch bitte zu uns auf die Bühne. Herzlichen Applaus. Lutz Dambeck. Willkommen in Frankfurt. Ja, Klassiker oder Rarität? Was ist dir lieber? Es ist beides, muss ich sagen. Also erstmal herzlich willkommen. Schönen Dank, dass Sie da sind. Und ja, deine nächste Frage Du vielleicht? bist ja auf Tour tatsächlich mit deinem Programm, weil du hast das natürlich ein bisschen clever verbunden, quasi den Anlass, nochmal deine Filme auch zu digitalisieren und restaurieren. Deswegen haben wir auch nächste Woche noch ein schönes Programm mit drei kürzeren Filmen, experimentell animiert. Magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Zur Digitalisierung Ja. oder, naja, die Digitalisierung hat was damit zu tun, dass wenn ein Film heute gespielt werden soll oder in den nächsten Jahren, dann muss er in digitaler Form vorliegen, weil es gibt in Hamburg vielleicht noch ein Kino, das Metropolis, die noch eine Filmkopie zeigen können und das war dann der Anlass zu gucken, ja, wie kriege ich das in die zukünftige Kinoform und es gibt ja dieses Programm von der Filmförderungsanstalt, wo man Anträge stellen kann, wo eben ein bestimmter Anteil der Kosten übernommen wird. Und so kam das zusammen. Und jetzt sind die fast alle, bis auf einen Film oder zwei Programme praktisch, die noch ausstehen. Und ansonsten liegen die jetzt alle sowohl als Filmkopie, also wenn jemand nostalgisch nochmal eine Filmkopie vorführen möchte, kann er das machen. Aber sie liegen auch als DCP vor. Was war denn die Hauptherausforderung vielleicht? Ja, das war total interessant. Die Herausforderung ist, das Geld zu besorgen und dann zu gucken, wenn man zu lange daran arbeitet, dass man nicht zu so viel Minus macht, was passieren kann, weil natürlich dort beim Grading, also wenn jetzt sozusagen das Bild bearbeitet wird, nach dem Scan werden einem wahnsinnig viele Möglichkeiten offeriert, die ich eigentlich für die Filme, die ich gemacht habe, nicht gebraucht habe. Und der ganze Prozess ist interessant. Also was heißt denn Digitalisierung? Und für mich war insofern auch inhaltlich interessant, weil die letzten Filme, die ich gemacht habe, die sich sozusagen mit den Verlaufsformen und der Entstehung oder den Verlaufsformen der Moderne beschäftigen, die haben wirklich extrem viel mit dieser Digitalisierung zu tun. Ja? So. Und da war es für mich interessant, so in den Maschinenraum zu gehen, dieser Digitalisierung, um mal zu gucken, was von den vielen Versprechungen und den vielen plakativen Werbeslogans, mit denen sozusagen der Konsument gelockt wird, was da nun eigentlich dran ist. Und das war zum Teil erschütternd. Ja, und drei dieser Klassiker, die jetzt in frischem Glanz erscheinen, werden Sie nächste Woche sehen können, Dienstag 18 Uhr, eben Einmard, Hommage à la Sarraz und vor allen Dingen Herakles Höhle. Ja, und das ist insofern interessant. Ich komme ja von der Animation, also vom Animationsfilm, und in diesen Filmen markiert sich auch ein bisschen der formale Übergang vom gezeichneten Film über den Materialcollagenfilm hin zu einem Film, der dokumentarische inszenierte und Found-Footage-Elemente miteinander verbindet. So. Und das geht dann halt zum Dokumentarfilm und zu Zum Filmen heutigen wie Abend. heute, den Genau. Bono und Bettina. Du hattest neben der ganzen Digitalisierung Zeit, einen Film zu realisieren, noch dazu in Japan. Magst du uns was mit auf den Weg geben vorweg? An dieser Stelle sei übrigens auch gesagt, dass wir freuen uns sehr, dass das in Kooperation mit dem Festival Nippon Connection stattfindet, dem japanischen Filmfestival hier in Frankfurt. Martin Bregenzer ist so freundlich und wird nachher das Gespräch auch führen mit Lutz und sogar deine Übersetzerin ist hier, ne? Ja, das muss herausgehoben werden, weil das wirklich eine sehr gute Übersetzung geworden ist. Und ja, nee, ich will da gar nicht so viel sagen. Also, Kannst du dir noch vorstellen? Isabel Mattes. Schön, dass du da bist. Willkommen. Ja, also alle Japanisch Kundigen können das dann auch natürlich viel profunder
beurteilen. Nee, also im Grunde war das größte Problem bei der Geschichte fast ein formales, aber vielleicht können wir dann darüber im Anschluss sprechen. Also nichts auf den Weg geben vorher oder magst du was vorher wie sagen? Auf den der Weg? Film, was wir wissen müssen, bevor der Film startet? Nee, eigentlich nicht, weil ich meine, ich bin ja selbst ahnungslos in die Geschichte reinmarschiert und auf diesem Stadium sind Sie wahrscheinlich jetzt auch und deswegen viel Vergnügen. Dem schließe ich mich an. Dankeschön, Lutz Dambeck. Bis nachher. Ja, also erstmal, was es alles gibt. Es gibt für umsonst dieses kleine Heftchen. Das ist der Text eines Radio-Essays, den ich gemacht habe. Erstens, weil ich ihn wollte und zweitens, weil ich diesen Film finanzieren musste. Dann gibt es die Broschüre zur Werkschau. Da ist der Bruno und Bettina auch schon drin. Und dann gibt es ein kleines Büchlein, das heißt Besessen von Pop. Da ist der Film noch nicht drin, weil das ist schon ein Tick älter, aber da gibt es zu diesen anderen Filmen, die zu diesem Film hinführen, jede Menge, wie sagt man, dokumentarisches, essayistisches Material und naja, ich empfehle es Ihnen halt, es gibt es oben an der Kasse zu erwerben. So, das ist die Selbstbewerbung, danke für die Gelegenheit und jetzt vielleicht die erste Frage. Genau, ja, hallo auch von mir, von Nippon Connection, Japan Film Festival. Ich habe auch das Radio-Feature ist übrigens sehr zu empfehlen. Habe ich auch nochmal reingehört heute. Es kommen viele Informationen noch vor, die im Film nicht zu finden sind. Danke. Dankeschön. Unter anderem auch noch ein bisschen Hintergrund zu dem Treffen. Masao Adachi und du, ihr habt euch in Tokio kennengelernt bei einer Veranstaltung im Goethe-Institut, wo es um die Re-Education... An der Universität. An der Universität war das. Ja, also das Goethe-Institut hat ein Symposium gemacht zum Thema Re-Education in Deutschland, also Westdeutschland und Japan. Und ja, da haben die japanischen Kollegen den Masao Adachi eingeladen, da habe ich ihn kennengelernt und wir hatten gleich auf Anhieb so eine Art Ateliersituation, also unter Künstlern. Nicht so sehr auf dem Panel, weil da war mir das doch irgendwie zu fremd oder zu ideologisch, wie er da agiert hat. Aber hinterher dann beim Trinken, also beim Abschluss, da war es eigentlich, sagen wir mal, interkulturell, ja, so absolut. Man verstand sich so, man war sich sympathisch und da habe ich ihn einfach gefragt, ob er einverstanden wäre, wenn ich mit ihm ein Gespräch führe oder ein Interview mache, weil der Hintergrund war, dass ich wusste, dass ich im Frühjahr diesen Jahres im Ludwig Forum war eine Ausstellung Die Kunst von 68 und ich hatte so die Idee gehabt, wie könnte ich eine nächste Japanreise finanzieren und habe die dann gefragt, die Kuratoren, ob sie denn auch bei ihrer international ausgelegten Ausstellung schon Japan dabei hätten und wussten sie erst nicht, wieso. Und da habe ich gesagt, ja, es gibt da diese japanische Rote Armee etc., das ist doch S-68 pur. Und ja, als ich das dann hatte, habe ich ihn dann gefragt und so war eben auch der Flug finanziert und ja, so kam das jetzt alles zustande, was Sie jetzt gesehen haben. Und als es dann eben losging, also ich wusste, er würde mitmachen, wusste zwar nicht, ob er kommt, wenn ich dann da bin, also dann habe ich in der Zeit zwischen dem Symposium und bevor wir dann gedreht haben, habe ich erst angefangen, mich mit ihm überhaupt zu beschäftigen, also was er überhaupt für Filme macht und bin da in relativ kurzer Zeit in einen Strudel von Informationen und sowohl historischen wie kulturellen Vorgängen reingeraten. Das war natürlich absolut spannend. Also ich kam eben nicht als Japan-Experte zu der Gelegenheit, sondern eben als, neugieriger Ausländer. Ja, so. Und Ja, gut. Ja. Du hattest, also der Film hat ja ein bisschen eine
gemeine Dramaturgie irgendwie. Ne? Es ist ja, also zumindest auf mich wirkt Adachi relativ sympathisch erstmal, bis dann diese Nachfragen kommen deinerseits. Es wird dann im Feature auch ein bisschen beschrieben, dass du ein bisschen, dir es auch unangenehm war, ihn ja. so ins Wasser laufen zu lassen ein bisschen. Ne? Weil, naja, man hat die Rolle des Schnüfflers, indem man so belastendes Material dann auf den Tisch packt. Aber bevor ich losgeflogen bin, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, es gibt also zwei Bücher, eher von Journalisten, also wo das, was ich im Film also frage, wo die das behaupten, dass es so wäre, wo ich denke, dass sie das nicht beweisen können, weil diese Beweise gibt es nicht. Es gibt sozusagen nur noch 10% der Akten der Staatssicherheit zum Kasus japanische Rote Armee. Man kann da bloß, sag mal, Indizien präsentieren und dann abschätzen, wie könnte das denn gewesen sein, könnte das stimmen oder nicht. Und das ist, fand ich, das war für mich jedenfalls eine unangenehme Situation, weil die zerstört natürlich auch, ohne dass das jetzt jemand zugeben würde, wenn die Kamera läuft, zerstört natürlich ein bisschen die freundschaftliche oder die harmonische Situation. Ja, so, das würde sich nicht anmerken lassen, aber das ist natürlich irgendwie problematisch. So. Und aber andererseits das nicht zu sagen, dann hätte mir ja jeder Idiot sagen können, warum hast du ihn denn das nicht gefragt, hast du das nicht gewusst? Das ist, kannst du doch googeln, geh zu heise.de, da gibt es die Rezension. Oder google doch mal, da gibt es dies und jenes, diesen und jenen Hinweis. So. Also man musste das schon mit reinbringen. Und es hat mich auch total interessiert, natürlich aufgrund der Biografie. Aber die Frage hat mich interessiert, wo er dann sagt vorher, also es hat nie sozusagen eine edle Revolution gegeben. Es war immer schmutzig, es war immer kompromittiert. Und das ist aber egal. Und ich habe dann auch in Hamburg jemand gefragt, zu einem der ehemaligen SDS-Häuptlinge, ja, wie siehst du das denn? Ist denn das korrekt, dass er sozusagen Hilfe annimmt, woher sie immer auch kommt? Also wo die Frage der Moral, der Taktik untergeordnet wird. Und der sagte dann zu mir, naja, wir sind doch damals auch noch aus Berlin gefahren, ich mit meinem Militärbeauftragten vom Hamburger SDS und wollten von der Stasi also Geld und Waffen haben. Ja, so. Und hat wohl nicht geklappt. Und jedenfalls, der sah überhaupt gar kein Problem in dieser Situation. Und das hat mich also als Künstler ein bisschen, wie soll ich sagen, verwirrt oder auch enttäuscht, weil... Also ich hatte immer so, also versucht in meiner eigenen künstlerischen Praxis, von der aus ich ja das Phänomen betrachten muss, versucht, dass man so kompromittierende Situationen versucht zu vermeiden, denn darum geht's ja. Also ich meine, wer hat den Anspruch sozusagen, was zu erzählen? Der nicht angreifbar ist durch, wie sagt man, krumme Geschäfte oder durch schmutzige Geschäfte oder durch merkwürdige Geldflüsse oder was auch immer. Und also das hat mich interessiert, diese Konstellation, und habe natürlich registriert, dass ihm das überhaupt nichts ausmacht, und auch heute nicht. Ne? So, naja, und das verweist natürlich so ein bisschen auf diese Phrasen der Reinheit der Revolution, der Reinheit der Idee. Also die, wo diese linke Revolution, also nicht nur in Japan, natürlich dann auch in Westeuropa, ja irgendwie auf merkwürdigen Krücken und Prothesen läuft oder sich merkwürdiger Prothesen, mit merkwürdigen Prothesen beholfen hat. Ja. Und was mich noch interessiert hat, ist natürlich der Unterschied jetzt zum Beispiel da in diesem Milieu, diese Disziplinarität der japanischen Abteilung, auf die sie auch stolz sind oder auf die er sehr stolz ist, und dann doch dieser Spontaneismus oder Politizismus ist es nicht, aber Spontaneismus von Carlos zum Beispiel, also wo dieses südamerikanische Naturell reinkommt, das Chaos oder auch das Spontihafte, was ja die RAF stellenweise gehabt hat. Also das fand ich dann auch sehr interessant, so diese Differenz, ja, also innerhalb einer Kampfgruppe, wenn man so will. Und das führt natürlich dann zu diesem Punkt, wo man
merkt, dass man, wenn das dann ethnischer wird oder japanischer wird, dass man dann einfach also nichts versteht, dass man da nur noch zeigen kann. Ja? So. Da muss ich dann immer wieder an Heidegger, da gibt es in diesem Text Brief an einen Japaner, da es ist ja eine Erfindung, also es ist ja eine erfundene Geschichte von Heidegger, aber wo er darüber spricht, dass bei Kurosawa gibt es Gesten in den Filmen, die der Europäer nicht verstehen kann. Das fand ich zum Beispiel total interessant. Hat mir bis jetzt noch niemand zeigen können, welche Gesten das sind und was die dann bedeuten. Und ich meine, an solche Punkte oder an diese Grenzen stößt man auch bei diesem Film. Und ja, insofern lässt der Film das dann auch einfach so stehen. Und ja. Um nochmal kurz zurückzukommen auf die Sachen, mit denen du Adachi da konfrontiert hast. Also entweder ist er ein sehr guter Schauspieler oder er hört das zum ersten Mal. Ist er schon ein bisschen überrascht. Hattest du das antizipiert, dass er so reagiert? Oder hattest du verschiedene Szenarien im Kopf, wie es laufen könnte, wenn du ihn sowas fragst oder ihm diese Dokumente vorlegst? Ich hatte keine Zeit, mir irgendwie zu viel Gedanken zu machen, weil das war alles so kurzfristig und war auch am Tag vorher noch unklar, ob da überhaupt was stattfinden wird oder ob der Kameramann kommt und ob der Tonmann, also ob das Team da ist. Naja, er hätte ein bisschen länger auslaufen können, die Szene, aber dann ist der Tonassistent, weil die packten schon zusammen, dann ist er durchs Bild gelaufen und da ist es für mich ein Tick, so 2-3 Sekunden zu kurz, also dieser eigentlich schöne Schluss, ne, so. Und das kann gut sein, dass er diesen Namen Bruno noch nie gehört hat, weil es gibt gab bei der Stasi durchaus auch anonym zugeordnete Codenamen, also IM-Namen, das gab es also auch, kann auch so möglich sein, dass da wie Oberhauptmann Wolf oder wer da auf der Karte steht, dass die das verordnet hat und er hat es wirklich noch nie gehört. Ja, so. Oder er war nicht Bruno. Oder er war nicht Bruno, aber ich meine, ja, das kann natürlich sein. Es gab zum Beispiel 5 Brunos bei der Stasi, das waren alles Japaner. Und da kann man sagen, also nach der poststrukturalistischen Theorie war er 5 Brunos, war er 1 Bruno, war er 2 Brunos oder war er kein Bruno. Aber eigentlich egal. Ja, so was man klar weiß, ist, dass er da, was er gemacht hat, also wo er Mitglied war, wo er an Aktionen beteiligt war und dass die von der Stasi unterstützt wurden. Oder nicht, wenn man Stasi sagt, die tschechische und die ungarische und der bulgarische Geheimdienst, die haben ja dann auch ihre Unterstützung gegeben. Also jedenfalls haben die sich sozusagen helfen wollen und haben es wahrscheinlich gesehen, so wie eine internationalistische Hilfe, wenn man es jetzt euphorisch formuliert, wo man eine gemeinsame Front hat gegen den, na, für die Japaner eben anti-westlich, antikapitalistisch, anti-amerikanisch vor allen Dingen, etwas, was ja schon sehr lange in Japan zurückreicht. Also dieser Impuls geht ja schon. Und das ist eigentlich der Anlass, weshalb ich mich überhaupt angefangen habe, mit Japan zu beschäftigen. Zum Beispiel gab es 1941 eine Konferenz, wo man über einen Ausstieg aus der Moderne nachgedacht hat. Also in Kyoto zunächst, dann in Japan, in Tokio. Und die hieß auch Transmoderne. Also man hat wirklich, haben sich Philosophen, Literaturkritiker, Filmkritiker, Religionskritiker etc. getroffen und haben darüber beraten, ob es möglich wäre und wie das möglich wäre, dass man aus der Moderne aussteigt. Und der Hintergrund ist natürlich das Anti-Westlertum, der Antikapitalismus und dieser antimoderne Zug, der dieser Geschichte innewohnt. So. Also das war eigentlich das, wo ich dachte, ach, Japan, das könnte interessant sein für mich generell, so für mein großes Überthema. Und das ist jetzt mehr oder weniger, kann man sagen, so eine Art Abfallprodukt, auf diesem Wege sich mit einem größeren Thema zu beschäftigen. Also das fand ich verrückt, weil da gibt es nicht so viel, glaube ich, wo man über das antimoderne Denken überhaupt mal rausgeht. Also wo sich auch praktisch Leute dann
treffen. So, 1941, 42, und dann beginnt ja schon der Niedergang dieser große japanischen Wohlfühlzone, und dann beginnen die Niederlagen, und damit ist diese Diskussion dann auch beendet, und dann fällt die Atombombe, und dann gibt es natürlich ganz andere Koordinaten, was Technologie, also ach so, Technik spielt auch in dieser Konferenz eine große Rolle, und dann ist alles nur noch große Verwirrung, und dann beginnt das, womit der Film jetzt anfängt, dass der junge Adachi sozusagen erzählt, wie er das praktisch erlebt hat. Ja. Und dann ist damit auch dieser Punkt erstmal stillgelegt, aber ich glaube, nicht wird nicht für immer so sein. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum schon? Welche Anmerkungen, Gedanken? Komme ich kurz mit dem Mikro zu Ihnen? Vorab, ich finde es eine sehr besondere, großartige Art von Dokumentation, die sich sehr unterscheidet mit dem, von dem, was ich von Ihnen bisher kannte. Aber meine Frage ist, mich irritiert nur, dass Sie die Sengakuren überhaupt nicht, dass die da überhaupt nicht vorkommt. Also vielleicht können Sie als Moderator das nochmal ein bisschen erklären. Ich bin da zu faul dazu. Sengakuren-Bewegung, die ist auch auf diesen Organisationsschaubildern konnte ich die nicht entdecken, und von der ist eigentlich auch in der Forschung was also auf Deutsch vorliegt, gerade auch von dem Till Knaut wurde im Abspann nochmal gezeigt, eine ganz neue Dissertation darüber, oder Habilitationsschrift ist das, glaube ich, von ihm, über die japanische diese Szene eben und die Neue Linke und insbesondere die terroristische Neue Linke. Da rankt sich eigentlich alles um die Sengakuren. Studentenbewegung, die so eine also das war nur mal eine Frage, rein informativ. Vielleicht könnte man das bei einer weiteren, also es fehlt einfach. Es fehlt auch deswegen, weil diese Sengakuren mit der Situationistischen Internationale Verbindungen aufgenommen hatte, oder Teile der Sengakuren in den 60er Jahren, gerade in jener Zeit, als dieser Kommunistische Bund da entstand, und was sich alles sehr gut auch dokumentieren. Das gibt Anlass, manchen in der Forschung die Situationistische Internationale von daher als Urheberin des Terrorismus à la RAF zu bezeichnen, was ich eine sehr verzerrende und auch im Grunde falsche Verbindung finde, weil die sich ja gerade, und das war auch, galt auch für Teile der Sengakuren in Japan, also Teile dieser Studentenbewegung links von der KP, die sich auch schildern, dass sie sich gerade gegen terroristische Keime und Ausleger ausgesprochen hatten, ja, von Anfang an, und das auch nicht mitgemacht haben. Also diese Fährte, die fehlt mir ein bisschen. Das wäre meine einzige Kritik an dem informativen Gehalt Ihres hervorragenden Dokumentationsfilms. Aber er spricht doch über die Studentenbewegung. Ich muss jetzt selber nochmal, müsste ich mir den Film jetzt nochmal angucken. Also es ist, das wundert mich jetzt ein bisschen. Also die Studentenbewegung ist aber Teil dessen, worüber er spricht. Allerdings die Situationistische Internationale, das wusste ich jetzt nicht, weil, aber meinen Sie jetzt Kunzelmann und Böckelmann oder wen meinen Sie da? Also das geht alles durcheinander. Ich kann das jetzt nicht in so einer Art Co-Referat darlegen. Ich wollte nur darauf hinweisen, ja. Das ist eine weiche Stelle und da können Sie vielleicht nochmal recherchieren. Bestimmt hat dieser Till Knaut in seiner ganz neuen Habilitationsschrift dazu alles Nötige bloßgelegt. Kann ich nur darauf hinweisen. Es gibt auch von einer Professorin, das müssen Sie als Japanologe aber kennen, seit 10 oder 15 Jahren, eine Untersuchung, auch in dem Titel Sengakuren, also diese Studentenbewegung, die diese Bezeichnung hatte, ja. Die in der Forschung immer als Sengakuren auftritt. Das ist nur meine Irritation, dass das hier gar nicht vorkommt. Das hat mich eigentlich überrascht. Müssen Sie sich einfach mal klug machen, und das ist ja auch keine Schande, dass das jetzt nicht so reinkam. Na, also wenn Sie es so formulieren, muss ich schon sagen, also da muss ich mich mal gerade hinsetzen. Nee, also ich habe, aber gut, der Begriff ist mir jetzt auch nicht erinnerlich, aber mir ist auch nicht erinnerlich, dass was fehlt in der ganzen Darstellung. Denn wenn was fehlt, dann hat es ja irgendwie Adachi vergessen, oder? Also, naja, gut, ich hätte ihn dann...
Der hat einiges vergessen, ja, das stimmt. Aber also die situationistische Internationale, da habe ich mich damit beschäftigt. Also das war auch in der Aachener Ausstellung, da hat ein Münchner Kollege den Kunzelmann-Keller nachgebaut. Also ich glaube nicht, dass die diesen weiten Blick möglicherweise auf dem Papier, auf der Kritzelskizze, aber dass da was realitär irgendwie Austausch war, das glaube ich also nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Außerdem, deswegen habe ich es ja auch so montiert, hatte die Kunst als solche, gerade die situationistische Internationale, das sind ja Dinge, die im Kunstbereich sich abgespielt haben, die ja also keine reale terroristische Konsequenz hatten. Das ist ja gerade der springende Punkt. Also ich habe mir heute das MMK angeguckt, weil das kennen die neue Direktorin, das ist tot, ja. Also das ganze Haus ist eigentlich tot. Und das hat nichts damit zu tun, worüber der Adachi redet. Und das war ja der Witz, dass man das verlassen hat, die Kunst, das Geschwätz und den Underground und Donald Ritchie und was da alles dranhängt. Ja. Ich glaube, das ist gerade der springende Punkt, dass die da weggehen davon. Also insofern gibt es meines Erachtens keine Aufladung von Seiten der Kunst, weil ja manchmal auch so dargestellt wird, dass das also aus der Kunst gekommen wäre oder dass die Künstler da die entscheidenden Motoren für 68 oder was auch immer, sind alles Nachvollzieher und Nachbildner und Nachsteller von etwas, was in anderen Feldern auch gedacht und vor allen Dingen auch realisiert worden ist. Ja. Und ja, also ich beschäftige mich, aber nehme den Tipp gerne mit und will auch noch mal in den Knaut reingucken, aber da würde ich mich sehr täuschen. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt eine Namens, ohne das jetzt zu lange zu behandeln, eine Namensgeschichte. Ja. Also auch ich bedanke mich für den Film. Aber ich habe sowohl im Film als auch in eben Ihrer Antwort ein Problem gespürt, will ich mal vornehm das formulieren. Es gibt dieses schöne Zitat von Fassbinder: Ich mache Filme, ich werfe keine Bomben. Und im Film selbst berühren Sie mal diesen ganz wichtigen Punkt: Was ist das revolutionäre Subjekt? Dann zitieren Sie Marcuse, Randgruppentheorie. Funktioniert natürlich nicht, ja. Es ist klar, dass diese Leute, die sich sozusagen so politisch radikalisieren, sehen die Arbeiterklasse oder von mir aus auch Novemberrevolution haben wir gerade durch, das ist eine vergessene Revolution in Deutschland. Das hat irgendwie alles nicht geklappt, ist abgewürgt worden von der SPD, beziehungsweise es kam kein Übersprung in die anderen Länder von 1917 her gedacht. Dann argumentieren sie gegen Ende des Films zu einem, der also sozusagen praktisch Revolution mitmachen will, auch wenn er nicht an den Aktionen angeblich beteiligt ist. Naja, gut, wie kannst du mit denen zusammenarbeiten? Naja, das ist aber aus ihrer Position als Künstler eine sehr bequeme Position natürlich. Ja? Also das könnte man auch eine Nietzsche-Position nennen, man könnte sie als eine Position nennen, ich bin der außenstehende Künstler. Ich gebe Ihnen natürlich recht, das, was Sie eben gesagt haben in Bezug auf die situationistische Internationale, natürlich ist die Ableitung aus der Gesellschaft des Spektakels zu kommen zu Terroristen, ist natürlich Blödsinn. Also das können irgendwelche Leute machen, aber das ist nicht konsequent. Ich verstehe dann trotzdem Ihre Position nicht ganz, also weil es schon ein bisschen arrogant wirkt, der Künstler sitzt da, ich beurteile das von außen. Ich meine, dann könnten Sie auch behaupten, dass die DDR-Revolution eine echte Revolution gewesen wäre. Das war eine friedliche Revolution und selbst Leute wie Castorf würden sagen, das ist keine Revolution gewesen. Ja? Also weil wir wissen alles, was die Umstände waren. Wir wissen Bush, wir wissen Gorbatschow etc. Also das sind schon große Unterschiede und ich glaube, da muss man diesen Revolutionären schon ein bisschen Recht geben. Ja. Und er hat sich ja auch die Position ein bisschen eingeschränkt, dass er gesagt hat, naja, die Mishima-Leute und so weiter und so fort, die sind mir alle zu fanatisch. So extrem bin ich nicht, ja. Also zur Gewalt greife ich nicht. Das hat er ja versucht anzudeuten. Ne?
Naja, das Problem für mich als Künstler besteht in diesem Moment, dass ich da, also das kommt aus meiner Praxis, kommt diese Frage. Die kommt ja nicht in dem Sinne als Außenstehender. Und sie ist natürlich auch biografisch verankert. Und also, ja, ich weiß nicht, ich finde da nichts Ungebührliches oder Arrogantes an dieser Frage, weil, ja, ich weiß es nicht, also mir war das eine ganz normale Frage, wo man sagt, na, wenn du im Osten gewesen wärst, dann hätten sie dich eingesperrt als Künstler, ganz einfach, ja. So, und jetzt kommst du als, wie sagt man da, als Weltreisender und lässt dich unterstützen, ja. Ist das denn nicht schizophren für dich? So, und das ist natürlich für ihn nicht schizophren, weil er ja diese Länder, die er bereist hat, im Grunde genommen nicht wahrgenommen hat. Ja? So. Weil ihm ging es ja um Japan. Aber das, was Sie davor gesagt haben, das fand ich eigentlich interessant. Natürlich ist das, der Film zeigt eine Kette von permanenten und fortgesetzten Niederlagen. Das geht ja immer weiter, bis nichts mehr da ist. Und das Interessante, was mir dann am Ende so übrig blieb, ist dieser Prozess des so lange Zerkleinern, bis sich alles aufgelöst hat, im letzten Staubkorn. Und da dachte ich, das ist ja genial. Also gegen diesen Gegner, ja, der das schafft, eine Strategie anzuwenden, wo er alles so klein macht, dass am Ende nur noch Staub übrig bleibt, das ist also muss man als Künstler sagen, es ist faszinierend. Es ist natürlich ganz schrecklich, ja. Und insofern hat das für mich auch was sehr, sehr Tragisches, nicht? Also so wie die lösen sich von der klassischen KP, die stark ist, da sind viele Leute auf der Straße, die demonstrieren. Und wie kommt das denn, sehen die das denn nicht, diese immer sich aufsplitternden Gruppen, die dann gegeneinander kämpfen, die sich dann auch noch selber umbringen und am Ende, als alles nichts mehr bringt, gehen sie in die Werbung. So, die meisten Leute von dieser neuen Linken sind in Japan eben auch wie in anderen Ländern, aber in Japan vor allen Dingen in der Werbung gelandet, ja. Werden also Konsumenten, ja, so. Und das fand ich so ein schreckliches Bild. So. Und na gut, ich gebe das zu, man kann sagen, ja, warum fragst du den sowas? Oder das ist eben meine Biografie und meine Kunstpraxis und das nehme ich mir einfach raus, ihn das zu fragen. So, wie siehst du das denn nicht? Oder so. Und er sieht es eben nicht. Und deswegen kann man ja trotzdem befreundet oder sich sympathisch sein. Aber das andere, das fand ich eigentlich am und das geht ja über Japan hinaus, weil dieses Japan, das war, wo ich immer drüber nachgedacht habe, so ein Wirrwarr, also ein Land, was in eine so eine Verwirrung gestürzt wird. Das hat natürlich was mit der Re-Education zu tun und es hat auch was mit der Moderne zu tun. Und wo solche verwirrten Biografien entstehen wie von Adachi. So, also wo eigentlich nichts und dieser ganzen Linken, wo nichts zusammenpasst, wo man immer denkt, wo haben die das jetzt her, wieso kommt das jetzt dahin, wieso machen die das gerade, es hat doch dort überhaupt nichts zu suchen, können die nicht einfach Japaner sein, nein, sie versuchen alles Mögliche zu sein und so kommt mir das Land auch bei den paar Reisen, die ich gemacht habe, eigentlich vor, ja, so als wenn da etwas in eine heillose Verwirrung gestürzt worden ist, die so ganz bizarre Blüten treibt, so, und ja. Wir müssen leider schon wieder zum Ende kommen, die nächste Vorführung steht hier an. Schändlich. Ja. Aber ich denke, du bist draußen am Foyer und wir können dann weiter. Ja, gut. Reden. Ja, natürlich. Für weitere Anmerkungen. Dann ja. Vielen Dank fürs Kommen und vielen Danke Dank sehr für die Moderation. Dankeschön. Danke sehr. Lutz Damberg und Martin Bregenz. Ja, und das wollte ich noch ganz kurz sagen. Der Film ist für mich insofern wichtig, weil er es ist ein Zirkelschluss zu meinen Anfängen. Kann man in Deutschland einen Film machen ohne Etat und ohne Budget? Also ohne Fernsehen, ohne Filmförderung, ist das möglich, etwas zu machen, wo man mit Leuten hinterher darüber reden kann? Und das hat mir eigentlich am besten gefallen. Ja? So, danke sehr. Danke dir dafür und viel Erfolg weiterhin.